Super. Okay, Prost Dennis. Prost. Prost Doktor Horst. Prost. So, direkt mal die Uhrzeit anschauen. Gut. Und willkommen beim Bierdacher Podcast 320. Horst, du brauchst eindeutig einen Ständer. Für das Mikrofon. Mhm. Wir schreiben heute den 10.10.2017. Okay. Und wir sind in der Zypresse, in der Westbahnstraße 35A, 1070 Garib. Beim Garib. Ja, das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von WooComic.com und allen unseren Sponsoren, Flatterern und Patreonern und Feedbackgebern und vor allem Hörern. Vielen Dank an dieser Stelle. Du wolltest ein Dings verlesen. Ein Feedback. Ah, habe ich schon wieder versammelt. Mhm, seit zwei... Ja, das schleppt schon sich die dritte Woche. Ja, ja, ja. Folge 320 heute. Tja, ja, was gibt's heute für Themen? Ich habe noch... Wir müssen uns noch vorstellen. Ach so, genau. Dennis, Horst und seit langem wieder mal dabei, Dr. Horst. Okay. Ich habe nur Themen vom letzten Mal mit. Marvel-Serien, die sind ja immer noch nicht abgehakt. Dann ein bisschen Trash, wo eventuell die deutschen Zuhörer weghören müssen, weil es in weil dieser Film in Deutschland beschlagnahmt ist. Ja, und dann habe ich noch gute Zeiten, schlechte Zeiten für Open Sourceler. Ich kann ein bisschen was über Tanzen erzählen und nicht viel Neues. Ja, du hattest noch Window-Bashing. Window-Bashing, ja. Ja, ist nur kleinere Geschichten. Und du hast ein interessantes Thema? Ja, über Stress. Jeder redet über Stress. Jeder hat in der Firma Stress. Keiner tut was gegen Stress. Und ich habe da was gefunden, das tatsächlich hilft. Dann würde ich sagen, fangen wir gleich an. Hm? Ja, hättest du das nicht gesagt, sondern direkt angefangen. Okay. Jetzt müssen wir 50 Sekunden warten. Nein. Haben wir Termine zum Verlesen? Jetzt keine mehr. Okay, ja. Für österreichische Zuhörer nächste Woche Nationalratswahl bitte mitwählen, hingehen. Ja? Sonst, in zwei Wochen, glaube ich, ist da in Novi Sad der Roguelike-Kongress. Da werde ich hinfahren und dann berichten. Vielleicht mag jemand, wer auch hinfahren will und noch ein Hotel sucht oder so, bitte mir eine Mail schreiben. Dann würde ich sagen, weil der Horst heute dabei ist, der Dr. Horst, frag mal Dr. Horst, zum Thema Stress. Was hast du da Tolles gefunden? Ja, ich habe mich da interessiert, weil ich irgendwann aus dem Stress nicht mehr herausgekommen bin. Wir hatten auch eine sehr nette Kollegin, die zusätzlich noch sehr viel Stress verbreitet hat. Und sehr herzlich. Und dann, bis es dann nicht mehr gegangen ist und ich mir gedacht habe, naja, vielleicht muss ich die Firma verlassen. Aber ich bin dann fündig geworden im Internet über ein Buch über Stress. Es gibt allerdings, ich weiß nicht wie viel, 1000 Bücher über Stress, aber da genau das Richtige zu finden. Und da habe ich etwas gefunden, das heißt MBSR, Mindful-Based Stress Reduction. Da geht es in kleinen Schritten und das wirkt gleich. Das heißt, das sind nicht so Binsenweisheiten, die man eh weiß, sondern es geht wirklich um eine Umsetzung und man merkt von Tag zu Tag, von Seite zu Seite, wo man das Buch liest, und es sind auch Übungen dabei, dass man den Stress reduzieren kann. Es geht, Mindful-Based heißt, es geht um Achtsamkeit. Es gibt auch, ich habe auch ein Buch gekauft, das heißt nur Achtsamkeit, da kommt das Wort Stress nicht vor. Da geht es einfach darum, dass das, was man macht, wirklich macht. Das heißt, wenn man in der Früh sein Müsli isst, denkt man nicht an die Firma, sondern isst nur sein Müsli, tut nicht neben Zeitung lesen, sondern konzentriert sich immer auf die Tätigkeit, die man macht, und kann im Alltag sozusagen es geht darum, dass man Meditationen macht, die nicht unbedingt so sein sollen, dass man jetzt irgendwo hingehen muss, eine Dreiviertelstunde Yoga machen, dann wieder zurückfahren, sondern dieses kann man direkt einbauen, auch in der Firma. Wenn man zum Beispiel eine Mittagspause hat und einen Apfel isst, geht man raus, man genießt die Natur,
schmeckt den Apfel, denkt nur an den Apfel und an sonst nichts. Und ja, auf einmal ist die Mittagspause viel, viel länger, obwohl sie kürzer ist. Und man kann dann am Nachmittag wieder gut arbeiten, weil man einfach Stress abbaut, weil man nicht so sehr gefangen bleibt in all diesen Problemen, was man noch zu machen hat, was man noch nicht gemacht hat. Und das alles durch bewusst Müsli essen. Zum Beispiel, ja. Bewusstes Essen generell. Zum Beispiel, ja. Auch wirklich das Essen schmecken und sich daran erfreuen und nicht einfach dann irgendwie runterwürgen und nebenbei reden, okay, wenn man irgendwo unter Freunden ist. Oder daneben her reden über private Dinge, das ist nämlich auch gut. Und ganz bewusst sogar Messer und Gabel nach jedem Bissen zurücklegen. Das heißt, man isst langsamer, es ist gesünderes Essen. Wollte ich auch noch hinzufügen. Ja, ja, das geht nämlich in dieselbe Kerbe hinein. Ja, genau. Apropos Essen. Kann ich sehr gut, sehr empfehlen, ja. Also ich kenne diese Technik nicht, aber genau das ist auch meine Erfahrung, ja. Das kann ich so unterschreiben. Ja, es ist eigentlich nichts ganz was Neues, aber es gibt eben Bücher, die eben anregen, was man alles verwenden kann, um sozusagen eine Meditation einzubauen. Natürlich wäre vielleicht Yoga oder Zen oder autogenes Training, aber das ist alles etwas, was man erlernen muss, das nicht von heute auf morgen kommt. Und man kann mit diesem Mindful-Based Stress Reduction, mit diesen kleinen Dingen schon viel erreichen. Und man glaubt nicht, was man durch langsames und oftes Wiederholen, was man erreichen kann in langer Zeit. Und viele wollen schnell ein Ergebnis haben, aber ja, es geht eben langsam und hier kann man gleich anfangen, gleich beginnen und weil sonst schiebt man das raus, sonst hat man vielleicht eine CD mit einer geführten Meditation, die eine halbe Stunde dauert und man überlegt sich, ja, wann habe ich diese halbe Stunde und diese CD liegt dann 2-3 Wochen irgendwo herum. Und das ist eben der Unterschied dieser zwei Bücher, die ich gefunden habe, eben über Achtsamkeit und eben über MBSR, Mindful Based Stress Reduction. Und da tut sich jetzt auch relativ viel in diesem Bereich. Ja, also das ist interessant, dass sowas jetzt tatsächlich niedergeschrieben wird oder sonst was. Also ich kenne das eigentlich gar nicht, aber ja, wenn ich im Stress bin, mache ich erstmal bewusst eine Pause. Mhm, genau. Wenn irgendwann, ja, es ist gerade was abgestürzt, okay, ich hole mir mal einen Kaffee. Und aber okay, wenn ich das mache, hole ich mir einen Kaffee. Also ich trinke überhaupt keinen Kaffee, das war jetzt nur ein Ausspruch. Aber ich hole mir irgendetwas und denke währenddessen nach. Das ist eigentlich das Falsche. Allerdings geht es ja da bei dir jetzt um längerfristigen Stress. Ja, nein, das ist auch das kommt auch vor, ja, dass man eben wieder runterkommt, dass man nicht gleich antwortet oder wenn man irgendwie beleidigt wird oder wenn irgendwas passiert, nicht gleich reagiert, sondern einfach einmal schaut, dass man ein bisschen Zeit gewinnt und etwas Abstand und man kann dann ganz anders reagieren auf irgendetwas, was man sonst, wo man sonst die anderen Mitarbeiter dann auf die Palme bringt und irgendwas eskalieren lässt. Ja. Wenn ihr jetzt isst, ich schaue dazu und... Bitte, ich mit. Nein, danke. Ich habe mir vom Garib die Soßen nach Hause bestellt. Warte, mach mal ein Soßenfoto. Dann machst ein Foto zu und ich kann zu den meisten Soßen jetzt sogar die Namen benennen. Okay, wir machen jetzt Garibs Vorspeisenplatte für eine Person. Ich sage wir, weil ich sie schlauerweise dem Doktor hast eingeredet habe zum Teil. Ach, ich hätte den Vorspeisenteller doch vielleicht bestellen. Prozent davon alleine essen. Soll man pausieren, oder? Nein, das tue ich. Das Zeug sieht so lecker aus. Aber sonst haben wir die Gabelgeräusche. Ach so, stimmt, die Gabelgeräusche. Ja, gut, okay. Bis später. Wir warten noch, oder sagen wir mal bis 10. Wir warten noch 10 Sekunden. Wegen den Zeiten. Okay. Na gut. Essenspause. Wir essen jetzt erstmal Mahlzeit. Und weiter geht's. Nach einem verputzten Vorspeisenteller. Bewusst verputzt. Richtig, ganz ohne Stress. Ja. Doktor, du tust dich jetzt also an dieses Buch mit dieser Mindful Stressreduktion halten sozusagen? Ja, ich lese es jeden Tag gern und werde es auch ein zweites Mal lesen, weil es ist nicht nur das
lesen, sondern man sollte es auch anwenden. Das heißt, immer nur ein Kapitel und dieses Kapitel, das inhaliere ich sozusagen und ja, versuche es ins Leben einzubauen. Das heißt, das war jetzt im Prinzip nur die Essenz aus einem Kapitel oder schon aus dem ganzen Buch? Aus mehreren Kapiteln, ja. Ach so. Es gibt dann natürlich auch noch Meditationen, etwas ausführlichere Meditationen dazu, die sind am Ende vom Buch. Aber ja, ich lese momentan drei ähnliche Bücher gleichzeitig und verursacht das nicht dann auch langsam Stress? Drei Bücher gleichzeitig zu lesen? Ja. Nein, weil man fängt überall ein bisschen an und kommt dann erst in die Oberstufe, dass man eben nicht so schnell voranschreitet, dass man eben ein bisschen mehr Zeit hat und das von mehreren Seiten beleuchtet bekommt. Ja. Ich hatte bis vor einem halben Jahr eigentlich mit Stress so gut wie nichts zu tun. Ich habe nur halbtags gearbeitet und jetzt habe ich zwei Jobs. Und stand auch für eine gewisse Zeit unter ordentlichem Stress. Ja, also ich habe es bemerkt, dass ich im Stress bin und habe dann auch versucht, den Stress zu reduzieren. Und ungefähr ähnliche Dinge habe ich da gemacht, ja. Also das mit dem bewussten Essen, das war sowieso etwas, was ich vorher schon gelernt habe. Aber in der Kantine gucken die Leute wirklich einen an, wenn man dann ganz bewusst das Besteck zurücklegt oder dergleichen. Was ich eigentlich auch empfehlen würde, was aber komischerweise auch in Kantinen ganz schlecht ankommt, ist, wenn Kollegen reden. Dann, du sollst nicht so viel quatschen, iss lieber. Solche Sachen. Also es sagt keiner, aber jeder denkt es. Damit hat man eigentlich viel mehr von der Pause dann. Schon, ja. Und hast du auch schlechte Ratgeber gehabt oder irgendwelche unbrauchbaren Tipps gehört? Du meinst, dass ich schlechte Bücher habe? Ja, aber irgendwas, was du gedacht hast, na super, das hilft aber voll. Na, ich habe sehr gut recherchiert und habe dann wirklich auch das Richtige gefunden, ja. Wie heißen denn die Bücher? Eines heißt Achtsamkeit für Anfänger. Und das zweite heißt das Stresshandbuch. Ja, und da gibt es auch noch ein paar ähnliche mit ähnlichen Titeln, die sicher auch gut bewertet sind. Also es zahlt sich da aus, ein bisschen im Amazon zum Beispiel da die Bewertungen genau zu lesen und ja, da kriegt man ein bisschen einen Einblick dann in die Bücher, bevor man sie dann kauft. Ja. Obwohl das natürlich das Amazon nicht unbedingt das ist, was man wirklich so unterstützen sollte, aber die es ist momentan für mich das Einzige, wo ich eben Rezensionen lesen kann, wo eben dann, wenn sehr viele Rezensionen sind, dann hat das sehr oft schon Hand und Fuß und es gibt ein paar, die das dann wirklich gut beschreiben. Ja, kannst du direkt Affiliate-Links einbauen, wenn schon, denn schon. Mache ich sowieso, ja. Ja. Also direkt die Bücher zum Anklicken. Ja. Ja, damit haben wir schon den Stress überwunden. Ja. Möchtest du jetzt zum stressigen Thema kommen? Nein, eine kleine Bemerkung, nur Gaudi halber. Ich habe vor, also 2008 habe ich begonnen zu bloggen, und zwar auf DokuWiki, weil ich da gerade meine Firmenhomepage auf DokuWiki gehabt habe. Und dann habe ich gedacht, ja, yeah, wer braucht einen WordPress, wer braucht irgendwas anderes, DokuWiki ist so leibend und einfach, da kann man auch gleich einen Blog betreiben. Und dann habe ich ein bisschen mehr gelernt, zum Beispiel, dass das ganz gut wäre, wenn ein Blog auch einen RSS-Feed hat, damit ein Feed-Reader, damals gab es noch den Google-Reader, auch lesen kann. Und ja, irgendwie habe ich mir dann gedacht, okay, und außerdem habe ich mir gedacht, ja, also ich blogge zum Teil über mein Python Gamebook-Projekt auf Englisch und dann auf Deutsch über meine Firma, das sind so ja, so Blogs über meine Kurse halt, und dann blogge ich zum Teil privates Zeug und dann blogge ich irgendwelche Berichte über Python oder sonstige Konferenzen und Demos, was
damit nichts zu tun hat. Dann habe ich das versucht aufzusplitten und zwei WordPress.com-Blogs gemacht. Also einen auf Englisch für mein Python Gamebook und einen auf Deutsch für meine Sachen. Und die alle über die Web-Oberfläche bedient. Und dann bin ich irgendwie draufgekommen, dass es nur hinten und vorn stressig, egal wie gut so eine Web-Oberfläche ist, wo du da deine Bilder raufladen kannst und deine Texte schreiben, sobald du Account wechseln musst und dir ständig mehrere Blogs up-to-date halten musst, weil sich jetzt deine Telefonnummer geändert hat und du das überall eintragen musst und so, macht das einfach keinen Spaß mehr. Mhm. Und dann, durch den Podcast habe ich dann gehört, vom Stefan über die Statik-Blog-Entries und auch drüber gelesen. Jekyll. Ja, er hat immer Jekyll gesagt und ich wollte dann irgendwas mit Python haben, weil das näher zu meinen Kenntnissen ist. Ja, und ich habe mir dann Pelikan genommen und das hat auch ganz gut funktioniert. Habe da Ghost Pelikan aufgesetzt und das auch für zwei verschiedene Projekte betrieben. Also derzeit ist immer noch der Spielen-Programmieren-Blog läuft auf Pelikan. Und den habe ich dann sogar mit Vagrant, mit einer virtuellen Maschine betrieben und damit der halt alle Stücke spielt. Aber da bin ich jetzt drauf gekommen, ja, das ist auch wieder lästig, weil oft bin ich in irgendeinem Hotelraum, wo nur ein mäßiges Internet ist und ich habe nur mein Handy mit oder irgendein Laptop, wo halt nicht alle meine Pelikan-Setup drauf ist. Die Files. Und ich bin dann drauf gekommen, dann, wenn ich dann Zeit hätte, am Abend in einem Hotelraum oder in der Früh, blogge ich dann erst recht nicht, weil ich halt nicht zu Hause an meinem Supercomputer sitze, wo alles aufgesetzt ist. Also ich bräuchte so eine Mobil-Blogging-Lösung, mag aber nicht meinen ganzen Blödsinn auf Facebook posten, weil das zu doof ist. Ne? Und du hast ja also keinen Laptop mit? Nein, ich habe schon manchmal einen Laptop, aber der ist dann nie so gut hergerichtet wie meiner zu Hause. Ach so. Also es wäre wahrscheinlich theoretisch möglich, dass ich mir dort auch alles aufsetze, aber in der Praxis bin ich nicht so organisiert. Dann also, freue ich mich schon, wenn ich das Stromkabel mitgenommen habe. Das ist schon. Und nun vielleicht noch diese Auslandssteckdose da für die Adapter. Das tut meine Organisationskapazität dann schon auslasten. Wieso nimmst du? Du brauchst ja eigentlich theoretisch nur das Laptop mitzunehmen. Und dann, ich würde jetzt gerne blocken. Du nimmst, gibt wahrscheinlich hoffentlich schon im Einsatz. Ja. Gut, musst du ja schon wegen Pelikan. Das heißt, du kannst auch das Git-Repository auf dem Server haben und kannst es dann mit dem Client dann jederzeit herunterladen. Könnte ich, ja. Ich könnte einiges, aber in der Praxis habe ich halt nichts angebracht. Und jetzt spiele ich mich gerade wieder mit dem Gedanken, dass ich alle meine, also ist eh nur noch ein Blog, ich blogge teilweise auf Englisch und teilweise auf Deutsch. Das war immer mein großes Problem und ich wollte sie dann gemeinsam viel haben. Und jetzt bin ich gerade wieder dabei, weil das DokuWiki jetzt wieder so schön geworden ist. Also ich habe ein paar Versionen jetzt abgegradet und das ist jetzt auch mobile-friendly, dass ich mir gedacht habe, mein Blog kommt jetzt wieder zurück aufs DokuWiki, weil das kann ich notfalls auch von irgendeinem lausigen Jugendherbergen Windows-Computer bedienen. Ja. Muss ich halt mein DokuWiki-Passwort wissen und mitnehmen, aber das Risiko kann ich eingehen. Und das DokuWiki stürzt zwar manchmal ab, speziell wenn ich Versionen update oder meinen Server kaputt schießt oder so, aber das Schöne ist, es ist sofort wieder aufgespielt. Also, und es ist extrem robust. Das heißt, selbst wenn ich 7 neue DokuWiki-Versionen nacheinander installiere, bleiben meine Daten und es bleibt alles da. Also man kann die neue Version aufspielen, ohne dass sich die vorhandenen Daten löschen. Ja. Und das würde ich auch von jeder Software erwarten. Ja, da habe ich halt auch schon anderes erlebt. Ne? Und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt bin ich gerade ein bisschen am Spielen und jetzt schreibe ich gerade so ein Skript, dass die derzeitigen Blogposts sind in Markdown und RSD, die wandle ich jetzt um in DokuWiki-Syntax und die werden jetzt sehr bald in den nächsten Wochen wieder zurück aufs DokuWiki wandern und ich habe alles im DokuWiki, also genau wie die Podcast-Zeiten wieder. Das heißt, DokuWiki kann mit Markdown nichts anfangen? Na, nicht direkt, mit HTML, du kannst HTML inkludieren. Aber so, mit Pandoc kannst du von und nach zwischen DokuWiki und Markdown hin und her konvertieren, das ist jetzt nicht das Problem. Mit Dateinschränkungen. Ja. Okay, die Sachen, die ich verwende, können immer mehrere Formate, das heißt, man kann dann auswählen, ich nehme jetzt gerade Markdown, ich nehme jetzt ASCII. Ja, der Pelikan hat das auch können. Also der war, aber im Prinzip bin ich mit dem DokuWiki-Syntax eher am schnellsten, weil ich jede Woche die Biertaucher Podcast-Shows damit schreibe, also das ist sozusagen das, was ich am flüssigsten schreibe und wo ich jetzt einfach schon seit 10 Jahren eingearbeitet bin. Ne? Never change a running system. Ja, und ich muss mein DokuWiki sowieso pflegen, weil meine Firmen-Homepage drauf ist. Mhm. Also von all meinen Systemen ist das noch das gepflegteste.
weil alle anderen, das merke ich einfach, wenn man dann sich ein Jahr lang nicht kümmert um ein Projekt oder jetzt habe ich wieder monatelang nicht gepostet, weil ich einfach nicht dazukommen bin, dann schläft das Wissen ein und dann hast du es nicht mobil mit, dann, wenn du das brauchst in irgendeinem Hotel vor Ort und das ist halt alles dann, was man nicht im Kopf hat und nicht ständig übt, ne, stirbt so langsam vor sich hin. Ne. Ja, und jetzt habe ich noch ein paar kleine Probleme zu lösen, aber da dürften alle lösbar sein und dann kommt der Blog wieder auf DokuWiki und es gibt wahrscheinlich zwei Feeds, am Englischen und am Deutschen und auf der Startseite werde ich die parallel anzeigen und aus. Ja. Also das nur so. Gut. Nächstes Thema. Du hast doch eine. Ja, ich habe jede Menge. Mach mal. Fange ich das mal gute Zeiten, schlechte Zeiten mit Open Source. Das ist rein politisches Thema. Es geht um München. Es geht um München. Die schaffen jetzt. Dieses Thema verfolgt uns seit der Gründung dieses Podcasts. Ja, sie schaffen jetzt Open Source ab und wollen jetzt wieder Windows benutzen. Sie sind die böse Münchner Stadtregierung, ich nehme an, SPD und CDU oder? Keine Ahnung, interessiert mich auch nicht. München war für mich sowieso immer die hässlichste Stadt, jetzt erst recht. Aber es gibt auch gute Zeiten. Und zwar Mecklenburg-Vorpommern. Das ist doch Merkels Heimat, oder? Ich glaube schon, ja. Setzen jetzt auf Open Source. Tja, aus Bayern verschmäht. Oder sagen wir mal bestimmte Gemeinden, ja. Aber nicht Mecklenburg-Vorpommern komplett. Aber da die, das in Anführungszeichen Unternehmen, das dahinter steckt, immer die Ausschreibungen zu tätigen, ist sowieso auf einer allgemeinen Open Source Schiene. Das heißt also, es sind mehrere Länder und Gemeinden gleichzeitig eventuell betroffen, dass die allesamt umsteigen. Ja, hoffentlich das funktioniert. Ja, es geht hier nicht um die Clients erstmal, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern allgemein die Strategie in Richtung Open Source und dass jegliche Software, die entwickelt wird, Open Source sein soll. Was jetzt genau daraus wird, ist es erstmal eine Übereinkunft. Wenn das Thema München interessiert, ich glaube, auf heise.de und Telepolis sind ja diverse Meldungen. Ja, genau, daher habe ich die auch. Ja. Okay, jetzt habe ich die Notizen nicht. Moment, die muss ich noch schnell aufschreiben, damit ich es nicht vergesse. MacPom. So, das ist das eine. Und Karl hat mich schon gefragt, ob ich eventuell dabei sein möchte, wenn wir einen Vortrag vor Grünen halten, aus einer Gemeinde. Ja, vor einer österreichischen Gemeinde, bei den Grünen, genauer gesagt Perchelsdorf. Okay, ja. Und man muss aber sagen, Perchelsdorf ist nicht grün regiert, ne? Nein, ist es nicht, aber. Die Opposition, schätze ich. Ja. Aber trotzdem, man kann ja da auf jeden Fall zum einen Vortragen üben. Man kann ausloten, wie die Stimmung prinzipiell ist. Und wie wir wissen, die Wahlversprechen der Grünen zur Nationalratswahl ist das Unterstützen von Open Source. Freie Software, bitte. Ja, Open Source ist eine freie Software. Bis diesen berühmten Streit mit Stein. Ja. Wird man sehen. Frei im Sinne von Libre Open Source Software. Von freier Sprache, freie Rede. Ja. Das ist. Ich überlege mir jetzt gerade, ob wenn du dort sprichst, ob das gut ist. Stell dir eine Domina vor, die vor dir steht und sagt sie dich aus. Das ist dann sozusagen, ja, installiere Open Source. Ja. Nee, Quatsch. Nein, ich habe halt zumindest die Möglichkeit, fundiert zu reden. Vielleicht überlasse ich eher das Reden anderen. Wer sollte das wahrscheinlich runterbrechen, sodass das allgemein verständlich ist? Ja, und auch, wie soll ich sagen, du kannst wahrscheinlich ein oder zwei Ideen transportieren auf so einem Vortrag, egal wie lange er dauert, weil die Aufmerksamkeitsspanne sehr begrenzt ist vom Publikum und wenn es dann zu technisch wird oder zu lange einer redet, wo sie es nicht kapieren, was der sagt, schalten es geistig ab. Ne? Man braucht zwei Dinge, die Leute sich merken müssen. So wie bei einer Predigt und die muss halt so
ich sollte jetzt irgendeinen Populisten anheuern, ne? Ja. Der das dann zielgruppengerecht. Worüber ich immer gehe, ist Humor. Ja. Das heißt also, einen gewissen Humor lege ich an den Tag, dann, damit die Leute ab und zu mal schmunzeln, damit sie positiv gestimmt sind. Besonders am Anfang ist das wichtig, nicht, dass sie dann anschließend so richtig sauer sind. Da kann der Vortrag noch so gut sein. Ja, das sind meine Ziele dabei. Aber Karl möchte das machen und ich habe mich halt angeschlossen, cool, nachdem er mich gefragt hat. Und eventuell finden wir vielleicht noch eine Person, wo ich jemanden gedacht habe. Na, ich habe das schon, aber das möchte ich nicht sagen, an wen ich da schon gedacht habe. Du wirst berichten, wie das dann ausgegangen ist. Ja, es wird allerdings nur ein paar Monate dauern bis dahin. Ja. Also es ist erst weit nach den Nationalratswahlen. Aber wir haben eventuell ein nettes Ziel, ja. Gut, soll ich dann direkt das nächste? Ich kann was Nettes erzählen zwischendurch. Okay. Ganz kurz, ich war wieder mal tanzen. Ich habe zwei schöne neue Tänze kennengelernt, die bisher in meinem Tanzuniversum nicht existiert haben. Der eine heißt Bolero und der andere heißt Kizomba. Und bei beiden habe ich jetzt eine Stunde jeweils gemacht und war recht begeistert von beiden Tänzen. Bolero ist so ein bisschen, also der Instruktor hat uns gesagt, das ist der Vorläufer von sowohl Rumba als auch Mambo. Der hat vor 100 Jahren noch Bolero geheißen. Aus dem haben sich die dann entwickelt. Und der Tanz schaut so, also mich hat das ja an Tango erinnert, also mit so Figuren, wo die Frau sich so zurücklehnt oder das Bein in dir verhakt oder so. Und ja, habe auch gleich drei Figuren gelernt, aber dann nichts angebracht, die drei Figuren zu kombinieren. Aber es hat alles sehr elegant gewirkt und sehr dynamisch, aber man steht dabei. Also es ist nicht so, dass man die ganze Zeit in den Knie ist, wie zum Beispiel beim Bachata Sensual. Und ja, schaut sehr elegant aus und macht recht viel Spaß zum Tanzen. Ich habe es nur leider angebracht, eine Tanzpartnerin zu beschädigen, indem ich sie gedreht habe. Und sie ist mit ihrem Ellenbogen gegen den Ellenbogen einer anderen Tanzpartnerin gekracht. Also es gab schon die ersten Verluste. Nein, Tote noch nicht. Aber ich habe eigentlich vor, das weiterzumachen. Und der andere Tanz hat Kizomba geheißen, das ist, glaube ich, derzeit sehr Mode. Und von dem kann ich eigentlich noch nicht viel sehen. Ich habe mir auf YouTube ein paar Videos angeschaut, aber dann nicht ganz kapiert, was da jetzt der Unterschied ist oder das Besondere. Aber was ich vom Mitmachen mitgekriegt habe, man tanzt den sehr eng, also wirklich sehr, sehr eng, also wirklich ganz eng. Also man steht sich gegenüber und der Herr führt mit der Brust. Ja? Also die Brüste berühren sich, also du führst nicht irgendwie durch Signale am Arm, wenn du jetzt eine Drehung machen willst, sondern sozusagen du mit dem Brustkorb schiebst du die Dame herum sozusagen. Ah, okay. Und sie umarmt dann noch so, als es schaut so aus, als weint sich jemand aus bei dir. Also, die, also, den, also zur Brust nehmen. Ja, ja, schwer zu beschreiben. Also man tanzt sehr eng miteinander. Und macht auch Spaß irgendwie. Du sagtest, du hast den Unterschied noch nicht festgestellt, zu was? Ja, zu ähnlichen Tänzen wie jetzt Salsa oder so. So. Überall gibt es ja so elegante Figuren und wenn du auf YouTube was anschaust, dann sind das meistens Leute, die das sehr gut können und extrem Showing-off betreiben und da ganz tolle Figuren machen. Und ich wollte jetzt mehr aus der Anfängerperspektive wissen, was mich auf einer normalen Party erwartet. Aber so viel ich das beschreiben kann derzeit, ist es ein Tanz, wo man sehr eng tanzt und wo die Melodie auch sehr lustig ist. Also, man hat auch das Gefühl, beide wollen das Gleiche. Also du musst nicht lange überlegen. Beide wollen das Gleiche. Ja, du musst nicht lange überlegen, ich mache jetzt eine komplizierte Figur und wie geht das, sondern du bewegst dich in eine Richtung und dass du so eng beieinander stehst, geht die Dame dann automatisch in die Richtung. Ja, ganz automatisch. Ja. Also recht. Bis jetzt noch recht einfach und ja, sehr lustig. Ich werde vielleicht in den nächsten Wochen mehr erzählen, wenn ich mehr darüber weiß. Okay. Naja, dann viel Spaß beim Tanzen. Viel Spaß beim Tanzen, habe ich, ja. Tanzen ist nichts für mich. Auch wenn man dabei vielleicht Frauen kennenlernen würde. Entschuldigung, ich muss da nur reinflechten. Ja? Also ich gehe jetzt schon länger tanzen. Also es ist wirklich ganz selten, dass man beim Tanzen eine Frau sieht, kennenlernt, die kein Single ist. Kleiner Tipp. Vielleicht hat das seinen Grund. Ja, die gehen halt beim Tanzen, dann werden wir es dann kennen. Das kann natürlich sein, ja. Aber trotzdem, nee, das
Ich geht das in unverheiratete Frauen. Nein, das hat andere Gründe. Ich weiß nicht, tanzen ist einfach nichts für mich. Ich bin ein ruhiger Mensch. Ich genieße die Musik, indem ich mich hinsetze. Und es gibt, besonders jetzt, da ich bewusst Musik höre, ganz bewusst, die Schallplatten auflege und so weiter und so fort, und mich wirklich hinsetze, habe ich gemerkt, dass die Musik mich wesentlich mehr mitnimmt jetzt. Also es ist ein Drang zur Bewegung. Okay, gut, dann machen wir direkt ein richtiges Thema draus. Ich habe nämlich dann auch noch was anderes zu erzählen zu dem Thema Musik. Jetzt zum Thema Dance, ja. Tanzt nicht, ja? Okay. Ja, das gehört jetzt zusammen eigentlich. Ja, okay. Also es führt mich zur Bewegung, aber nicht, dass mein ganzer Körper sich bewegt, sondern der dicke Zeh. Der dicke Zeh bewegt sich. Ja. Okay, ich erfinde jetzt spontan den Dennis-Tanz. Ja, ja, der okay. geht so, ja. Es dürfen prinzipiell nur Nerds mitmachen, die drei schwarze T-Shirts anhaben. Ja. Und dann wird in einem verdunkelten Raum, werden so Stühle im Kreis aufgestellt und da setzt man sich hin. Ja. Und zwar alle mit dem Rücken zueinander. Sehr gut, ja. Vielleicht ist der Saal ein bisschen verspiegelt, damit es mehr Spaß macht. Ja. In der Mitte ist ein extrem teurer, so eine Statue, wo drinnen ein Gerät steckt, wo die Musik rauskommt. Also so eine Bose freischwebend. Oh, um Gottes Willen, nein. Irgend so was extrem Teures. Ja? Mhm. Okay, dann sitzt man mit dem Rücken zueinander. Alle wippen mit dem großen Zeh andächtig zur Musik. Ja, oder gehen nachher raus. Ja? Man redet selbstverständlich nicht miteinander und schaut sich auch nicht gescheit an, weil es ist eh dunkel. Ja? Weil das würde alles das konzentrierte Musikerlebnis stören. Und nachher sind dann so Mikrofone und dann podcastet jeder, was ein Musikerlebnis. Achso, und ganz wichtig, jeder hat neben seinem Platz noch ein kleines Tischchen stehen, ja, wo ein Whiskyglas steht und eine Flasche. Ganz wichtig. Ich glaube, ich könnte mich begeistern. Wir können mal wenigstens die Whiskyflaschen dann so in den Kreis drehen, dass man verschiedene Sorten so. Ja, stimmt, genau. Ja. Die kommen mit so kleinen Quadrocopter-Drohnen, die aber geschmackvoll designt sind. Ja? Oh Gott. Und die nehmen dann gezielt die Whiskyflaschen. Nein, auf keinen Fall. Quadrocopter machen Geräusche. Die stören nur den Musikgenuss. Ach so, die. Dann Bedienstete mit sehr weichen Socken, also die wirklich. Ja, richtig, sind, sehr gut. Ja, ja. Geschult, die Whiskyflaschen unauffällig und leise. Und nachzuschenken und so weiter. Ja, genau, richtig. Ja, und. Das ist dann der Flaschenmusiktanz. Also eigentlich tanzen die Flaschen und man genießt dabei die Musik. Ach so, die Flaschen tanzen. Also kein Unterschied zu so. Naja, es ist eben für den geschmacksvollen Genießer. Ja, ich genieße Musik. Es gibt also Musik, die mich mitreißt, auf jeden Fall, und wo ich mich dann bewege. Da gibt es dann auch ein Album, das nimmt mich jedes Mal mit. Und wenn ich währenddessen arbeite, nimmt mich die auch mit, diese Musik. Das ist von Aesthetic 4, beide Alben, es ist wurscht, welche man nennt. Von Aesthetic 4. Ja, das ist Doom Metal. Das wird keiner. Nein, das kapiert. Also nur wenige hören. Doch, was magst du was einwerfen zum Thema Musik und Tanzen? Achso, ich hatte jetzt eigentlich das, was ich. Achso, Entschuldigung. Aber ja, okay, können wir mal kurz. Eigentlich. Nicht? Ist alles gesagt. Also jeder hat seinen eigenen Geschmack und der verändert sich auch aufgrund dessen, wie man gerade drauf ist. Stimmt, genau, richtig. Also zur Stressreduktion ist das auch ganz gut. Bewusstes Musikhören. Doom Metal zur Stressreduktion? Ja, man muss jetzt noch wissen, es gibt verschiedene Arten von Doom Metal. Es gibt zum einen Black Sabbath, das höre ich zum Beispiel nicht, sondern was ich höre, geht in Richtung Drone Doom Metal. Das ist eine Richtung, die sehr langsam ist. Also, was fällt mir denn an langsamer Musik sonst noch ein? Gibt es sowas wie Slow Doom Metal? Oder? Das ist extrem langsam einfach. Das ist Drone Doom oder Funeral Drone Doom Metal. Ja. extrem langsam und nimmt einen langsam mit. Ja, und das ist zur Stressreduktion für mich genau das Richtige. Allerdings, was auch bei mir sehr gut funktioniert, richtig schöner symphonischer Black Metal. Also das höre ich auch sehr gerne und ich habe mir jetzt auch vor, noch in Richtung Black Metal Schallplatten zu bestellen. Zum ganz bewussten Hinsetzen und Musik hören. Also Metal-Platten höre ich sowieso gerne. Sie sind zum Teil sogar recht gute Aufnahmen.
Ja, und jetzt zu dem, was ich noch erzählen wollte. Ich war auf einem Konzert von Karl und von der Renate. Das war jetzt aber keinerlei Metal, sondern Klaviermusik. Ja, halt ganz normal. Hm? Klassik. Keine Klassik, ich weiß gar nicht, was es war. Alles Mögliche. Also Karl-Heinz Grube, der ja letzte Woche auch da war, und vorletzte Woche war ja auch die Renate Huter hier. Und die hatten ein Konzert in Weitenfurt und ich bin hingefahren. Der Saal war gefüllt. Sie mussten sogar noch weitere Stühle hinzustellen. Zuerst haben sie sich gedacht, eine halbe Stunde vorher, was, es sind nur 5 Leute da? Und im letzten Augenblick sind die Leute gekommen, unter anderem ich. Mit mir haben sie auch nicht gerechnet, nur wirklich. Und ich kannte jedes einzelne Stück schon. Ich kenne sowieso 2 Stücke in- und auswendig, weil ich mit Karl die aufgenommen habe. Und da, das ist bei mir drin, ich kenne die Melodie schon. Und in Floridsdorf bei dem Auftritt vor einem halben Jahr ungefähr, Vierteljahr, war das so ein, ja, es passt gerade nicht, es ist mir zu warm gerade, es war ja mitten im Sommer. Sie spielen unglaublich gut und man merkt auch, wie sie schwitzen. Und dann gibt es diese Stücke, die wirklich gar nicht mehr einen loslassen. Die kommen super rüber, egal wie warm es ist. Die haben natürlich gewirkt, die anderen Stücke nicht so sehr. Und jetzt willst du von Floridsdorf oder von jetzt? Von Floridsdorf. Ja. Das war im Prinzip fast dasselbe Konzert. Und diesmal in Breitenfurt, es war kühl. Und das war wirklich sehr gut. Also du sagst jetzt eigentlich, dass der Konzertgenuss von der Temperatur abhängt? Ja, vom eigenen allgemeinen Wohlbefinden. Okay. Also man wirkt dasselbe Stück, weil wir gehen jetzt davon aus, dass sie es gleich gut gespielt haben, wirkt dann anders. Das, was du sagen willst. Ja, das war sowieso lustig. Bei einem Stück, was ich halt in- und auswendig kannte, habe ich gehört, Moment mal, der hat sich jetzt aber ganz schön verspielt. Und das jetzt zweimal sogar nacheinander. Das bekommt sonst niemand mit. Aber dadurch, dass ich die Stücke wirklich gut kannte, habe ich gemerkt, Moment mal. Meinst du nicht, das war eine absichtliche Improvisation? Nein, nein, ich habe später mit ihm geredet und habe dann gemeint, ah, da hast du dich aber zweimal ordentlich verspielt. Und meinte, ja, ich habe das Stück vergessen. Das ist so, wie wenn Wortfindungsstörung. Wie bitte? Spielt er ohne Noten? Ja, er spielt ohne Noten. Beide spielen ohne Noten, ja. Wow. Und man muss noch hinzufügen, wenn ein Pianist einen Auftritt hat, dann sind das leichte Stücke. Und er nimmt vielleicht sich dann ein richtig schwieriges, für ihn schwieriges Stück heraus und spielt das dann. Und das kommt dann auch immer sehr gut an. Was denn? Warte, okay. Wo bin ich stehen geblieben? Beim Renate-Konzert in Breitenfurt. Okay. Achso, ja, die Pianisten nehmen sich halt ein schwieriges Stück heraus. Mhm. Und in diesem Fall handelt es sich um ein Konzert, wo sie eigentlich nur dieses Kaliber, extrem schwierige Stücke und, spielen. Und ein Stück von Karl ist ein Stück für 2 Hände, das so klingt, als wäre es von 2 Personen gespielt, also vierhändrig. Also solche Stücke. Aber er spielt zweihändrig ein vierhändriges Stück. Zwei Hände, ja, so. Er benutzt nicht seine Füße. Genau, richtig. Aber das Stück wurde halt auch so komponiert, dass man es mit 2 Händen spielen kann, aber es klingt wie vierhändrig. Ja, genau. Ja, kann das. Ja, natürlich. Ja. Und er hat auch schon erzählt, was er als nächstes vorhat: 2 Etüden gleichzeitig spielen. Da bin ich mal drauf wirklich gespannt. Obwohl, ich habe es, glaube ich, schon gehört, ja. Ja, jedenfalls. Wenn man in der richtigen Stimmung ist und jetzt gerade diese Jahreszeit ist genau das Richtige, dann ist da so ein Konzert wirklich hinreißend. Und er kann sich auch gut inszenieren, also genau das Richtige tun, damit das Publikum auf jeden Fall begeistert ist. Wie macht er das? Macht er geschneiderte Massen? Oder? Nein, zum Beispiel, bevor die Seite die Chance hatte auszuklingen, steht er schon und verbeugt sich. Also das klingt noch nach, das Klavier. Und ja, und er steht schon längst da und verbeugt sich. Also ja, also ich kann die 2 sehr empfehlen. Wer mal wirklich 2 richtig gute Pianisten sehen möchte, was es halt nicht so oft gibt, die 2 sind... Weiß man schon, nächstes Konzert oder ist schon was geplant? Weiß ich nicht, aber wir werden uns auf jeden Fall... Karl kommt ja auch öfters vorbei, nur heute leider nicht. Das möchte ich auch wissen, ja. Okay, gut. Hast du nicht gesagt, du hast einen Tipp, wie man sehr gut in Wien klassische Musik hören kann? Konservatorium. Mhm.
Erzähl darüber. Ja, das ist im Prinzip gratis. Da kann man bei Prüfungen mit horchen. Und die haben, also Konservatorium ist die Musikschule sozusagen, ja, die staatliche. Mhm. Und die Veranstaltungen dort sind eintrittsfrei. Das heißt, du gehst einfach hin als Zuschauer? Ja. Ja, und das am Abend sind es eher auch so Veranstaltungen, aber auch die Prüfungen sind meistens eher Vormittag, aber sehr empfehlenswert. In Graz habe ich ab und zu ein paar Prüfungen angeschaut vom Konservatorium und da spielen es Stücke, die einfach, wo einen, die Nackenhaare sich im Rücken dann aufstellt, wo es kalt hinunterläuft, weil es einfach so mitreißend ist. Gerade beim Klavier, das Klavier kann man, glaube ich, kaum durch eine Anlage, da braucht man schon eine 100.000 Euro Anlage, dass das Klavier nach Klavier klingt. Also es ist ganz ein Instrument, das original wirklich, und wenn es noch gut gespielt ist, gut klingt, dass man kaum durch eine Anlage spielen kann, dass man das fasst, was das Klavier im Originalen. Und wie ist das Publikum? Sind die dann alle extrem diszipliniert, weil das ja eine Prüfungssituation ist? Oder tut das so Kaugummi kauen und nebenher tratschen? Nein, um Gottes Willen. Natürlich ist er leise. Mhm. Klavier, ich habe auch Stücke auf Klavier zu Hause, die ziemlich gut gespielt sind. Da kreuzt mir auch die Nackenhaare zum Teil. Also Philipp Glass gibt es ein Klavierkonzert, da habe ich eine Neuinterpretation von auf Schallplatte. Wirklich ziemlich gut. Da habe ich auch das Original auf CD. Nur Philipp Glass kann nicht so gut Klavier spielen. Das hört sich gut an. Aber wie Karl zumindest schon immer sagte, ein Klavier kann man nicht synthetisieren, korrekt. Was heißt synthetisieren? Also du kannst kein MIDI-Klavier, das geht nicht. Du kannst nicht ein hundertprozentiges Klavier... Es gibt tausende Keyboards. Ja, die sind aber nicht hundertprozentig korrekt. Wenn man genau hinhört, hört man, ob es ein echtes Klavier ist oder nicht. Im Gegensatz zur Orgel. Die Orgel kann man synthetisieren inzwischen. Mhm. Wobei nicht ein alle Blasinstrument ist und keine Seite oder was? Weil beim Klavier gibt es Seiteneffekte zwischen den einzelnen Seiten. Ach so, haben die anderen Seiten dann noch, schwingen die mit? Mit, ja. Bei Orgel nicht, wenn du eine Pfeife tust, du nicht die anderen Pfeife. Und wenn du die Taste loslässt, ist sie halt tot. Ja. Konservatorium. Habe ich noch nicht bei gehört, aber ja. Tut mir mal hier alle hingehen, ne? Ja. Leute über Prüfungen. Gibt es viele Veranstaltungen. Mhm. Achso, vom Karl gibt es natürlich auch mindestens zwei Aufnahmen, wie er Klavier spielt auf der Bühne. Also auf YouTube meine ich. Auf YouTube. Ja. Du müsstest mal bald sehen, die Links. Okay. Schreib mich heute. Muss dich anschreiben. Ja, schreib mich bitte bei über Signal. Weißt du, nach was die einsortiert sind? Finde ich da unter Karl Grube? Oder? Wenn du nach Karl-Heinz Grube auf YouTube suchst, könnte es sein, dass du sie findest. Du hast noch Serien gehabt, die du... Ja, jede Menge inzwischen. Die sammeln sich jetzt so richtig schön. Wie mit dem Gregor immer. Der hat ja die Spielesammlungen. Jetzt habe ich die Seriensammlungen. Fangen wir mal mit dem Ältesten an. Marvel-Serien. Ich habe da schon drüber geredet, dass ich die... Was drüber erzählt. Ja, ich habe sie inzwischen alle angeschaut. Alle Marvel-Serien? Alle Marvel-Serien. Das sind nicht so viele, also es sind insgesamt 5 Stück, aber es sind nicht so viele Folgen pro Staffel und es sind auch nicht so viele Staffeln. Mhm. Sie gehören alle zusammen. Mhm. Dazu gehört Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, wie heißt denn der eine Typ nochmal? Iron Fist und als letztes The Defenders. Die haben alle ein übergreifendes Thema, sie sind alle in derselben Stadt. Mich nervt gerade eine Mücke oder sowas. Und sind unterschiedlich gut. Also Daredevil gibt es inzwischen schon 2 Staffeln, sehr zu empfehlen, besonders die erste. Jessica Jones, auch sehr gut. Luke Cage ist nicht mehr so mein Geschmack, aber von der Musik her sehr gut. Also was die Musik anbelangt, ist Luke Cage am besten. Und Iron Fist... Ich weiß nicht. Ich bin nicht so warm mit geworden. Das ist dann, ja. Wenn man The Defenders dann anschauen möchte, noch zusätzlich, was ich dann
nicht mehr so gut fand, aber epischer ist halt, was Richtung die Filme ungefähr geht, dann sollte man sie sich anschauen. Und The Defenders lässt sich sogar ziemlich viel Zeit mit dem Erzählen. Die Protagonisten treffen sich, glaube ich, erst in der vierten Folge oder sowas. Also das ist angenehmes Erzähltempo mal für eine Serie und sehr schön übergreifend. Seit ganzer Preisfrage, dieses Marvel-Universum, gehört das inzwischen schon dem anderen Haus oder Disney oder DC? Es gehört zu Disney. Disney. Und dann gibt es noch ein anderes Comic-Haus, DC. Und die gehören auch Disney? Oder? Nein. Also gibt es noch zwei wirtschaftlich getrennte Comic-Empires? Oder? Mehr sogar noch. Marvel und DC sind die größten Comic-Verlage und sind echte Konkurrenten. Zu Marvel gehört halt der ganz typische, wie Daredevil, das ist ja auch schon recht bekannt, The Avengers, Hulk, Iron Man und dergleichen. Oder auch jetzt Wonder Woman gehört zu DC, genauso wie Superman, Batman und so weiter. Alles diese klassischen aus der Kindheit, was jeder kennt, ist meistens DC. X-Men ist noch ein drittes Universum, gehört zu Marvel, aber nicht zum Marvel Cinematic Universe. Ist ein eigenes Universum sozusagen. Ist ein eigenes Universum, ja, parallel. Und gehört auch jetzt so inzwischen halt auch dann dadurch indirekt zu Disney, weil es halt zu Marvel sowieso schon gehörte. Die X-Men-Filme waren ja auch viel früher schon als die Marvel Cinematic Universe. Wir hatten ja das letzte Mal auch über Guardians of the Galaxy geredet, was auch zu Marvel gehört. Dann gibt es noch Deadpool, das gehört zu X-Men, auch wenn man es nicht direkt vermutet. Dann gibt es noch ganz andere Häuser, so kleinere Comic-Reihen wie Asterix und Obelix. Das ist ja auch was ganz Eigenes und ziemlich bekannt. Watchmen, ich weiß nicht, zu was das gehört. Dieses Comic gilt als das beste Comic überhaupt und wird schon eher als Literatur an sich, als Graphical Novel zum Teil gezählt. Sehr gute Geschichte, also wirklich sehr zu empfehlen. Ja, aber eben diese Marvel-Serien sind derzeit halt total gehypt und was ich auf jeden Fall sagen muss, die DC-Comics, die können da echt nicht mithalten. Die haben dann 23 Folgen pro Staffel, eine lange Geschichte übergreifend über alles. Ja, jetzt die Marvels oder die DC-Serien. DCs, ja. Und haben so viele Füllfolgen, sodass es nicht wirklich zu Tempo kommt. Und es, ja, etwas kompakter wäre schon irgendwie besser gewesen. Und bei den Marvel-Serien ist das wesentlich kompakter. 10 Folgen hat eine Staffel, glaube ich, oder 13. Und dann ist eine abgerundete Geschichte schon. Und es gibt nicht diese Füllfolgen. Ja. Was, wenn man jetzt wenig Zeit hat, um es mit Comic-Serien schauen zu verbraten, was empfiehlst du? Das ist unterschiedlich. Für den eher unbedarften Neukömmling. Ja, Daredevil ist ziemlich blutig, also richtig brutal, also die geizen da wirklich nicht an blutigen Szenen. Jessica Jones ist das nicht so extrem, aber Jessica Jones ist so ein Anti-Held. Sie hat zwar Superkräfte, zeigt sie aber nicht so direkt, man sieht sie in der ersten Folge und zeigt keine Superheldenkraft oder sowas. Das kommt erst ganz plötzlich einmal ein bisschen vor und man versteht es auch nicht so wirklich. Was hat die jetzt eigentlich für eine Kraft? Bei Luke Cage ist das wesentlich eindeutiger. Aber Jessica Jones ist wirklich ziemlich gut. Damit würde ich anfangen, weil es nicht so blutig ist. Also Jessica Jones würdest du empfehlen? Ja, durchaus. Okay. Und wenn das einem gefällt, dann würde ich auch Daredevil auf jeden Fall anschauen. Daredevil ist auf jeden Fall sympathischer. Jessica Jones ist sehr unsympathisch. Definitiv. Aber ja, ich mag diesen Charakter, eben dieses dreckige, heruntergekommene. Das ist, die Schauspielerin ist, was das anbelangt, ziemlich gut. Ja, das war die Serie, einer der Serien, die ich heute von erzählen wollte. Das nächste wäre ein Film. Der Film ist in Deutschland inzwischen beschlagnahmt. Das heißt, die Deutschen dürfen den Film nicht anschauen.
Aber Sie dürfen hören, wie du drüber redest. Ja, das ist Hobo with the Shotgun. Was? Hobo mit der Shotgun? Ja, der Hobo ist Landstreicher mit Schrotflinte. Mhm. Sehr blutig. Mhm. In der Hauptrolle Rutger Hauer. Ah ja. Also das ist schon mal ein Riesenpluspunkt. Ich weiß nicht mehr, wer der Regisseur ist, aber die Entstehungsgeschichte ist auch ganz, ganz interessant. Tarantino und Rodriguez, ah, ja, zwei bekannte Namen, haben ja dieses Double Feature aus Death Proof und ich habe jetzt vergessen, wie der Film von Rodriguez hieß. War das nicht Machete? Oder? Der kam später. Aha. Also auch typische Gewaltsplitter. Ja, Rodriguez ist da ein bisschen unzimperlicher. Tarantino wartet und dann plötzlich bam. Mhm. Die haben dieses Double Feature und da gab es Trailer davor. Mhm. Also fiktive Trailer von Filmen, die es nicht gibt. Ja, und die werden jetzt gemacht. Machete ist dadurch entstanden und Hobo with a Shotgun ist auch dadurch entstanden. Die anderen sind halt bisher nicht geplant. Wahnsinn. Interessant bei Hobo with a Shotgun ist die Machart. Sie haben Technicolor Filme benutzt. Also kein digital, sondern eine Technik, die man seit über 30 Jahren nicht mehr einsetzt. War der nicht auch in diesem Schneewestern, in diesem einen Wildwestfilm? Das ist 70 mm. Viel bessere Bildqualität. Ja, also Technicolor. Was bringt dann Technicolor? Das ist eigentlich nur Nostalgie, oder? Nur fürchterliche Bildqualität, weil die Farben sind total übertrieben. Also Color Grading kann man damit nicht machen. Aber das hat so einen eigenen Stil und das macht den Film auch dann wieder interessant. Also es geht darum, dass der Landstreicher in eine Stadt kommt, in der ziemliche Gewalt herrscht. Also man sieht es auch so richtig und ich erzähle mal lieber nichts. Es ist sehr blutig und ziemlich brutal. Und ist nicht als lustig gedacht, sondern... Nicht, nein, also lachen kann man über den Film nicht, aber er ist so richtig schön trashig und gewaltverherrlichend und gleichzeitig eben so abwertend gegenüber Gewalt. Und der Humor ist halt nicht zum Lachen. Aber Rutger Hauer in der Rolle, genau das Richtige, das war im Prinzip schon sein Comeback seit Blade Runner so ungefähr. Rutger Hauer war nicht ein Blade Runner? Doch, der war ein Blade Runner, der Replikant. Harrison Ford? Harrison Ford war der Hauptcharakter, aber Rutger Hauer hat den bösen Replikant gespielt. Blade Runner 2049 kommt, der ist ja jetzt auch schon im Kino. Ich werde ihn auch am Donnerstag mir anschauen. Werde ich dann auf jeden Fall von berichten. Aber Rutger Hauer hat auf jeden Fall mit drin gespielt. Alles klar. Ja, das war der Film, über den ich erzählen wollte. Nur kurz für jeden, der Trash mag. Hobo mit der Shotgun. Ja, kaum Geschichte enthalten, aber das, was enthalten ist, ist unsympathisch rübergebracht. Und als letztes habe ich dann noch eine Serie. 15 schreibe ich mal auf. Hier kommt die Überleitung, denn zwei Charaktere aus Hobo with a Shotgun spielen in der Serie mit. Das ist Rutger Hauer, der hat in einer Folge mitgespielt, und Brian Downey. Das ist ein Kanadier, der spielt den Bösewicht in Hobo with a Shotgun. Die haben nämlich beide in der Serie Lex mitgespielt. Sagt wahrscheinlich nichts. Okay. Das war ursprünglich eine Kurzserie mit 4 Folgen, mit 1,5 Stunden Folgen. Wie heißt jetzt die Serie, von der du jetzt redest? Lex heißt die. Lex, ja. Also Lex ist das, was du jetzt rezensierst? Ja. Okay. Es geht um ein Raumschiff, das aussieht wie ein Sekt, wie ein Sekt ist, und auch den IQ wie ein Insekt hat. Das Raumschiff hat eine eigene Intelligenz. Ja, es ist intelligent in Anführungszeichen, so intelligent wie eine Fliege. Okay. Und kann reden. Mhm. Im Deutschen ist die Synchronstimme eine Frau, im Englischen eine Englische, was in ein paar Folgen dann keinen Sinn ergibt. In der ersten geht es darum, dass ein übermächtiges Wesen, die Schatten, halt die Menschheit ausrotten wollen oder zumindest beherrschen wollen. Und da gibt es zwei Universen, das Universum des Lichts und die Dark Zone. Mhm. Und sie flüchten halt mit diesem Raumschiff, die Protagonisten, weil sie auf der Flucht sind, in die Dark Zone rüber. Und Brian Downey spielt einen Wachmann 4. Klasse,
Ist das Ganze eher lustig und man sieht selber nicht so ganz? Man kann nicht drüber lachen. Weil? Weil es nicht wirklich lustig ist. Aber es ist so ein bisschen komödienartig. Es ist so richtig schön trashig. Ist es einfach nur trashig? So? Ja, eine Serie. Also nicht auf unfreiwillig komisch. Es ist auf unfreiwillig komisch gemacht, absichtlich. Also absichtlich unfreiwillig komisch. In der Hauptrolle eben Brian Downey, Eva Habermann und McManus, glaube ich, heißt der Dritte. Und ein Roboterkopf spielt auch noch mit. Und Brandy Down ist der einzige Mensch. Dann Eva Habermann spielt eine Liebessklavin, die gekreuzt ist mit einer Echse, mit der Cluster-Echse, die es da gibt. Und dann gibt es noch den toten Kai. Der ist tot und ist ein Attentäter. Also das ist schon eine Mischung, ja. Die Folgen sind sehr schlecht erzählt, schlechte Story. Es macht doch durchaus Spaß und man kann eigentlich nicht wegschauen. Es ist auf Ekel ausgelegt. Sex, unerfüllten Sex der Protagonisten ist immer wieder Thema. Besonders dann in der zweiten Staffel sind die ganze Zeit, die ersten Folgen geht es nur darum, wo bekommen wir endlich Sex her? Das ist der Zeitpunkt gewesen, wo ich dann vor über 10 Jahren aufgehört habe, die Serie zu schauen, weil es mir zu blöd war. Die erste Staffel fand ich gut. War ich ein Riesenfan von Zeit. Oh Gott, was ist das für ein Scheiß? Und Eva Habermann hat anscheinend doch gesagt, okay, ich steige aus, wurde ersetzt dann durch eine andere Schauspielerin. Aber ich habe diesmal wirklich durchgehalten und habe die Aufnahmen halt, die ich dann vor über 10 Jahren gemacht habe, mal endlich auch angeschaut. Und die zweite Staffel wird gegen Ende doch ein bisschen besser und anschaubar. Es gibt sogar eine Folge, das ist ein Musical. Die dritte Staffel spielt dann in der Dark Zone, wo sie dann zwei Planeten finden und die dritte auf der Erde. Und da fängt es dann schon so langsam an, sehr komisch zu werden. Also denen ging das Geld aus. Es ist eine kanadisch-deutsche Co-Produktion, diese Serie. Okay. Empfiehlst du sie auf Englisch anschauen oder auf Deutsch? Es ist egal, weil nämlich alle deutschen Schauspieler sich im Deutschen auch selbst synchronisieren. Oh. Das heißt, Eva Habermann und auch die Nachfolgerin Xenia Seeberg haben sich selber synchronisiert und des Öfteren gibt es halt auch diese Nebenrollen, Deutsche. Achso, und Rutger Hauer spielt in der ersten Staffel mit. Tim Curry, bekannt aus S, aus dem Film aus den 90er Jahren. Und Andy McDowell spielt mit. Und den vierten bekannten Typen habe ich jetzt vergessen. Und das sind alles Schauspieler, die man nicht unterschätzen sollte, die wirklich gut sind. Und in der ersten Staffel spielen die noch Rolle. Ist es gescheit, mit der ersten Staffel anzufangen? Oder? Ich empfehle jedem, erst nur die erste Staffel anzuschauen. Okay. Die restlichen kann man sich überlegen, ob man sich anschaut. Aber die erste Staffel fand ich damals unglaublich gut. Und du gibst aber schon eine Empfehlung ab. Also du findest, man kann sich das schon unter. Ja, wer Science-Fiction ein bisschen dreckiger mag, ja, definitiv ulkig. Ja. Schon 20 Jahre alt. Für den kleinen Trash-Bedarf zwischen. Richtig, ja. 20 Jahre alter Trash. Also, was kann man mehr haben? Ja. Würde ich sagen, lassen wir es bis nächste Woche. Gut, dann haben wir jetzt. Haben wir dich abgeschnitten? Ich glaube, du hast noch so. Nein, ja, noch irgendwas? Nein. Nächstes Mal. Nächstes Mal. Achso, nächstes Mal. Das klingt gut. Was ist mit deinem Windows-Bashing? Ach ja, ja, wenn es sein muss. Ich habe Windows benutzt und ich habe versucht, AutoCAD-Files, die meinem Vater geschickt wurden, für ihn lesbar zu machen. Und zwar hätte er sie gern mit LibreOffice Draw bearbeitet, weil er kein AutoCAD mehr hat, weil ich ihm eine Linux-Maschine verpasst habe. Und ja. Das glaube ich auch LibreOffice Draw nicht so gut. Da gibt es andere Programme für KDE unter anderem. Hoppala. Aber im Endeffekt bin ich zu einer Windows-Maschine gegangen, auf der sogar ein AutoCAD Lite. Ich habe mit einer CD, die exakt 10 Jahre alt ist, auf dieser Windows-Maschine AutoCAD Lite oder so installiert. Wurde nach Registriernummern gefragt, die nicht gestimmt haben und lauter so Käse.
und habe dann über die Zwischenablage das rüberkopiert in LibreOffice 3, habe auch 3 oder 4 Stunden verbraten und im Endeffekt gesagt, na, das schaut nicht gut aus, ich rufe an und lass mal es auf Papier schicken. Ja. Auf Papier schicken? Ja, cool. Das habe ich jetzt gebraucht, das hat doch, und zuerst das hat etwas. Da gab es so Web, da gab es so ein Tool, mit dem man DWG in DXF umwandeln kann, und das kann man dann anschauen, und da war also die Schrift nicht mitkommen, und Plan ohne beschriftete Koten ist total sinnlos. Dann gab es einen Webviewer, wo du dich registrieren musst, und dann kannst du so eine DWG-Datei im Web anschauen, da hat die Schrift so ausgeschaut, als macht so ein Zweijähriger so wirklich so krakel. Ja, es war einfach, ja, es war für mich schon einmal absurd, und ich habe mir gedacht, so, wow, wie viele Jahre meines Lebens habe ich verbracht vor irgendeinem Windows-Computer und habe irgendeinem Ladebalken zugeschaut, weil ich halt irgendwas installieren wollte. Ja, das also, stimmt. Das war so ein unangenehmer Flashback. Ja, stimmt. Man muss ja bei der Installation unter Windows wirklich jede Menge anklicken. Ja, vor allem, du musst auch aufpassen wie ein Haftelmacher, weil ab und zu verabschiedet sich dann ins Nirvana und du hast nur noch ewig diesen... Ja, oder das. Ja, dann musst du es halt abstürzen, also abwürgen und noch einmal machen und hoffen, dass es beim nächsten Mal geht. Und unter Debian mit apt, da gibt es zwar auch Ladebalken, beim Herunterladen, aber man hat schon vorher alles ausgewählt, man kommt irgendwann wieder, okay, ab und zu gibt es Config-Dateien, die abgedatet werden müssen. Nein, das ganze Windows-Erlebnis war nicht schön, das hat mich halt sehr unangenehm berührt, dass ich mit sowas meine Zeit verschwenden muss. Aber, tja. Ja, okay, ich kann dich gut verstehen. Windows-Bashing ist immer gern. Ja, eher AutoCAD-Bashing. Also es war halt das typische proprietäre Format. Ne? Richtig. Mit dem du nichts anfangen kannst, die ein Monopol stützen, dann musst du teure Monopol-Software kaufen, weil das jeder hat in der Branche. Und es gibt keine Möglichkeit, wieder rauszukommen. Also ja, wirklich. Und es ist auch unangenehm, dass du das sagen musst, ja, wir haben da Linux, deshalb können wir nicht den Industriestandard benutzen und bitte einen Standard. Schicken Sie das auf Papier aus. Oh, ist nicht gut. Ich habe es auch probiert, mit FreeCAD zu öffnen. Stimmt, ja, solche CAD-Tools. Wahrscheinlich das Grundproblem war schon, dass die AutoCAD-Datei an sich schon nicht gut war. Mhm. Also auch auf AutoCAD hat die nicht so toll ausgeschaut. Ach so, okay, ja, dann. Es ist dann auch nicht besser geworden, dass man es konvertiert hat. Ja, da hast du halt bei diesen Export- und Import-Filtern hast 200 unterstützte File-Formate und mit keinem kommst weiter. Ne? Das erinnert mich jetzt allerdings auch an etwas, was ich heute vorhin auf der hierhin gefahren bin, gelesen habe, und zwar CSV-Dateien und Remote Execution. Und zwar ist jemand hingegangen und hat sich gedacht, naja, probiere ich doch mal aus in CSV-Dateien, die ja eigentlich nur einfach... So nur Comma-Separated Files, ne? Eben. Sollte es nicht so was wie Formeln oder sowas geben? Und was macht Excel? Es macht tatsächlich aus jeder Zelle, wenn ein Gleichheitszeichen am Anfang ist und mit doppelten Anführungszeichen und allem drum und dran, also eigentlich, wo man es nicht erwarten würde, sondern ich würde erwarten, dass es ein String ist, macht er daraus die wirklich eine Formel und wertet sie aus. Da hat dann auch demonstriert, 2 plus 5 hat Excel 7 angezeigt. Mhm. Und dann hat er sich gedacht, naja, kann man daraus mehr machen, und hat es dann auch geschafft, beim Öffnen der CSV-Datei den Taschenrechner starten zu lassen. Das ist immer das beste Beispiel. Was macht man, um zu demonstrieren, dass es unsicher ist? Man startet den Taschenrechner. Mhm. Und hat sich dasselbe dann versucht unter Google Spreadsheets. Mhm. Und den Calculator konnte er nicht starten. Mhm. Aber was er machen konnte, ist, den Inhalt der CSV-Datei über HTTP zu übertragen. Mhm. Und man kann auch dann, also den Inhalt, der Angriff soll dann so funktionieren. Du hast nichts mit der CSV-Datei zu tun, aber du gibst irgendwo deine Daten an. Und irgendjemand exportiert jetzt die Datenbank nach CSV, um sie dann in Excel zu öffnen. Mhm. Und dein Benutzername ist zum Beispiel dann irgendeine Formel. Also du machst einen toxischen Benutzernamen oder Formel. Richtig. Der dann irgendwann irgend so ein Feld machst du toxisch. Damit du dann irgendwann mal Excel zusammen hast. Und anschließend bekommst du wirklich den Tabelleninhalt dann per HTTP-Request an deinen eigenen Server gesendet. Tja.
Also Sicherheit und CSV, übrigens das mit den Formeln, das wusste ich sogar, dass das funktioniert, weil ich das zum Teil schon benutzt habe. Mhm. Aber ja, eigentlich sollte das nicht sein. Ja, sehr unschöne Geschichte. Noch mehr Windows-Bashing, juhu. Tja, dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche. Wenn Sie dabei sein wollen, Dienstag, 19.30 Uhr zur Presse, Westbahnstraße 35a, 1070 Wien. Einen schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss. Tschüss.